Yep. Danke, Staraptor. So. Ja, wo war die Steintafel? Ah, hier auf jeden Fall nicht. Warte mal, unser Anhang könnten wir jetzt mal erstmal verstecken. Gut. Also. Ah, verdammt, so viele Quests, sag auch hier. Naja, sind wir in der Vergangenheit nachher erstmal fertig. Ich hab's jetzt beschlossen. Ich werde mal wieder in die Vergangenheit gehen. Dann werden wir, sag auch. Ah. Ne? Ah, verstehe ich jetzt nicht. Okay. So. Gut, Suicune. Komm herbei. Bam. Erstmal gehen wir mal den normalen Weg hier ab. Ah. Okay. Spring. Es muss irgendwo hier sein. Nein, das war etwas zu weit gedackelt. Also gut. Hier jetzt? Nein, hier war es auch nicht. Hm. Komisch. Okay. Ah, da. Nummer 3. Auf dieser kleinen Steintafel gibt es auch eine Plakette mit einer Erklärung. Ich lese sie mal vor. Die Inschrift dieser Tafel enthält ein altoblivianisches Gedicht. Schwere Wolken hängen tief. Luitpold. Nummer 3. Schwere Wolken hängen tief. War das nicht auch ein Teil des Gedichtes des Helden? Auf jeden Fall. Och nö! Pokénepper und ein Geharnisch da. Kann ich euch zwei Ranger mal kurz was fragen? Ihr scheint euch für diese kleinen Steintafeln zu interessieren. Könnt ihr uns erklären, was für ein Geheimnis hinter diesen Dingern steckt? Ist es nicht ein bisschen komisch, jetzt noch ganz Oblivia nach diesen kleinen Steintafeln abzugrasen? Nein, sagt mal, wollt ihr uns hier jetzt etwa völlig grundlos in die Quere kommen? Wir brauchen keinen Grund für so etwas. Wenn ich von Purpurauge gelobt werde und eine dicke Belohnung kriege, ist das für mich Grund genug. Aber seht ihr denn nicht, dass die Pokémon dafür leiden müssen? Dafür, dass sie euren Willen bekommt? Sicher gibt es auch Pokémon, die wegen uns leiden müssen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch genügend Menschen, denen die Pokémon Leid zufügen. Damit seid zum Beispiel ihr gemeint. Los, Pokémon! Zeigt ihnen, was wahres Leid ist! Huah. Tja, ohne Grund werden wir heute Ersack angegriffen von den Pokénappern. Sowas aber auch. Naja, aber ein bisschen Musik verschafft Abhilfe. Los, Pichu. Du schaffst es. Bam. Yeah. Und bam. Gut, Nummer 1. Nummer 2. Na, besser gesagt Nummer 3, aber... Naja, es war, er sagt nach der Reihenfolge, er sagt Nummer 1 und 2. Das werdet ihr noch bereuen. Ha, das glaubt jetzt selig. Ah gut, die Nummer 3 hat sich jetzt aktiviert. Die Steintafel. Die kleine Steintafel zeigt offenbar eine Reaktion. Oh. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, aber gut. Ah, ich verstehe. Ich weiß jetzt, glaube ich, so ungefähr, wie das Muster wohl am Ende aussehen wird. Hoffe ich jedenfalls. Gut, gut. Ich glaube, einer der Orte, die auf der Tikulela-Steintafel verzeichnet waren, lag in der östlichen See. Ich hoffe, wir können die Stelle aus der Luft finden. Ja, sowas von können wir diese Stelle finden. Aber erst einmal brauchen wir die Kraft von Suicune. Yeah. Wir können jetzt mal wieder
Übers Wasser laufen. Gut. Einfach gut. Und hier war irgendwo ein Staraptor. Ah, da. Staraptor. Wir brauchen dich. Pichu, du kannst mal eine Pause machen. Schone deine Ukulele. Schone deine Ukulele. Denn das Latios-Rätsel schaffen wir auch so. Also, Staraptor, begeben wir uns mal wieder in luftigen Höhen. Yeah! So, Isla... irgendwas. Gleich voraus. Vorwärts. Na, und was für Pokémon fliegen hier uns entgegen? Sind das Staraptors? Na? 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 Was ist jetzt schon wieder los hier? Das Symbol, das wir auf der Karte gesehen haben, muss auf einen Ort in der näheren Umgebung verweisen. Ich wollte doch Vogel-Pokémon fangen. Die Hitze des Unterwasservulkane verursacht in dieser Gegend aufsteigende Luftströme. Daher ist es auch zu gefährlich, sich bis in die Nähe der Meeresoberfläche hinabzubegeben. Wir hätten also nicht den Luftweg, sondern den Weg über das Meer wählen sollen. Komm, gehen wir nach Villa Diagonal, damit Moritz die MS Ranger für uns bereit machen kann. Ach hey, das dauert ja auch wieder eine Weile. So, Villa Diagonal. Sofort hinfliegen. Yeah. Danke, Staraptor. Wir sind bereit. Oh, hier ist ja auch noch eine Quest. Wobei eine Quest, er sagt auch noch, er sagt, na, in dem ein Haus drin ist. Naja, aber das machen wir ein andermal. Was sagt ihr da? Ihr sucht nach Steintafeln, die etwas mit Latios zu tun haben, zu tun zu haben scheinen? Genau, und eine dieser Steintafeln scheint sich im Meer zu befinden. Da dachten wir uns, dein fundiertes Wissen wäre für uns unabkömmlich. Dann lasst uns doch mit der MS Ranger dorthin fahren. Eine tolle Idee, oder? Aber Moment mal, das war sicher von Anfang an eure Absicht, oder? Na gut, dann steht der Plan ja fest. Für genau solche Fälle ist die MS Ranger ja schließlich da. Zur östlichen See aufbrechen? Yo! Alles klar, Leinen los! Die MS Ranger sticht den See! Oi, oi, Captain! Oh, die östliche See. Oh, und die, die östliche See. Das Hochleistungssonar zeigt etwas Viereckiges am Meeresgrund an. Ob das vielleicht diese Steintafel ist, die ihr sucht? Sascha, sei vorsichtig beim Tauchen. Werde ich sein. Mach dir keine Sorgen, dass wir hier aus der Luft angegriffen werden könnten. Pichu und ich werden alle Angreifer direkt hier aufzuhalten wissen. Pichu! Die Strömung scheint hier sehr stark zu sein, also pass gut auf dich auf. Wir befinden uns hier außerdem in einem Vulkangebiet. Es könnte also auch zu Eruptionen von heißem Wasser kommen. Ja, nett. Wirklich nett. Hä? Oh, nee. Und hier soll es wirklich eine dieser Steintafeln geben? Pupauge hat uns versichert, dass es hier eine gibt. Wenn er es sagt, dann ist es bestimmt auch so. Ja, du hast recht. In Sachen Archäologie ist er echt fit. Nanu? Hallihallo. Der Pokémon Ranger. Das heißt, dass wir auf der richtigen Fährte sind. Ja, du sagst es. Wir müssen die Tafel vor dem Ranger finden. Oh, Mann. Nie. Aber auch nie lassen die Leute mich mal in Ruhe. Naja. Dann werden wir jetzt erstmal dieses Lumineon fangen. Komm schon! Komm schon, Kleines! Ah! Komm schon! Gut. Dieses Pokémon haben wir mal gefangen. Yo! Lumineon! Schießt jede Menge Seifenblasen in seine Umgebung ab. Opfer wird verlangsamt. Gut.
Ausgezeichnet, warte mal. Ein Lampi. Noch so eins. Hm, fangen wir es mal. Wir fangen noch ein Lumineon. Los! Los! Gut. Das zweite Lumineon ist gefangen. Dafür lassen wir seine Vorentwicklung, er sagt, frei. Das Pineon. So, freigelassen. So, und jetzt wollen wir erstmal speichern. Und dann mal hoffen, dass er sagt, nicht zu lange dauert, bis wir sagt, die letzte Steintafel finden. So, speichern erfolgreich. Vorwärts, Sascha! Oh, Bugge. Remoraid! Ja, dich hatten wir noch nicht gefangen, glaube ich. Los! Feuer! Gut, Remoraid ist gefangen. Remoraid, feuert Wasserkugeln auf den Gegner ab. Dich nehmen wir nicht mit. Oh, Baldorf. Hey. So, Baldorfisch. Hatten wir dich schon mal gefangen? Hm. Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Baldorfisch. Gefangen. Baldorfisch. Feuert Wasserkugeln auf den Gegner ab. Jo, dich nehmen wir mal mit für ein Perlo. Adios, Perlo. So, Remoraid. Tentacha. Gut, Tentacha greift an. Bam. Eins. Zwei. Drei. Tentacha gefangen. Tentacha, schießt jede Menge Seifenblasen in seine Umgebung ab. Opfer wird verlangsamt. So, brauchen wir auch nicht. So, und jetzt? Ja, ist ja schön. Was brauchen wir? Aha, zweimal Stufe 4 also. Da können wir schon mal nicht längs. Also müssen wir doch oben längs. Und ich will mal hoffen, Mantax? Habe mal Zerschneider Stufe 4 drauf. Na, na? Ja, Zerschneider Stufe 4. Nimmt den Gegner kontinuierlich mit Blasen unter Beschuss. Opfer wird verlangsamt. Gut, dich nehmen wir mit für Baldorfisch. Gut. Jetzt brauchen wir noch einen Mantax. So, Mantax, Mantax, Mantax. Wir kommen gleich. Okay. Mantax Nummer 2. Das ging einfach. Äußerst einfach. Los, Lumineon. Gut. Mantax Nummer 2. Erfolgreich gefangen. Und Lumineon Nummer 2? Du kannst einmal gehen. Ah. Und ich glaube, er sagt als nächstes, komm, er sagt hier, vulkanische Eruption. Sag ich mal. Naja, damit werden wir, er sagt, auch zurechtkommen. Aber erstmal werden wir diesen Maschendraht, er sagt, entfernen. Jo. Maschendraht wurde ein kleines Stück zerschnitten. Das ging schnell. Danke, Freunde. So. Ah, kommen jetzt die Pokénapper hier wieder an? Ah ja. Hallihallo. Verflixt. Der Ranger. Er ist schneller als wir. Ich werde ihn aufhalten. Geh du so lange schon mal vor. Verstanden. Glaube bloß nicht, du könntest jeden einzelnen Kampf gegen uns gewinnen. Los, mach ihn fertig, Tentoxa. Ah, ein Tentoxa. Ein crazy Tentoxa. Ah, wir werden sehen. Aber eines ist klar.
Bam! Und Bam! Und Bam! Yeah! Der Blubber der Gerechtigkeit hat mal wieder zugeschlagen. Bam! Und Bam! Und Bam! Ja, das war mehr als einfach. Gut. Level up, Level 40. Tentoxa schießt jede Menge Seifenblasen an seine Umgebung ab. Opfer wird verlangsamt. Ha! Wie kann ich mich je wieder vor Pupa-Auge blicken lassen? Gar nicht. Wirklich gar nicht. Okay, ich höre, er sagt heiße Dämpfe. Oh ja. Leute, geht mal in meine Taschen rein. So. Au. Au. Verdammt nochmal. Dafür kommst du jetzt mit uns, Ballerfisch. Da brauchst du nicht rumzumeckern hier. Los. Yeah! Das hast du davon, Baldorfisch. Wer sich uns in den Weg stellt, muss er jetzt mitkommen. Okay. Hoppla, da war ich wohl etwas fahrlässig. Aber wenn ich wirklich fliehen will, holst du mich nicht so einfach ein. Ah, ich sehe schon. Na? Ja, wir müssen, sag mal, wieder das Pad drehen. Gut, wir sind bereit. Los geht's. Go, go, go. Wir schaffen's schon. Hä? So. Au! Was soll denn dieser Hyperschrauber? Au! Alter! Was soll denn dieser verdammte Hyperschrauber? Na, nicht mit mir, mein Lieber. Los! Ah! Das ist doch wohl nicht wahr! Ha! Hallihallo! Oh! Du Mistkerl! Einfach fahrlässig! Das ist doch wohl jetzt nicht wahr! Los, jetzt aber! Jetzt aber! Na bitte! Jetzt können wir auch wieder das Pad drehen. Gott. Du bist aber auch zu lästig. Aber wenn du es nicht anders willst, sorge ich eben dafür, dass du die Tiefen des Meeres nie mehr verlässt. What? Ah, hallo, Sidra King. Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Aber dafür? Ja. Okay. Okay, wir blubbern hier doch noch richtig rum. Ausgezeichnet. Aber wir können eine Aufladung vertragen. Gut. Der Funcom wird langsam auch aufgeladen. Ja. Na komm schon, Landhorn. Das kannst du auch besser. Naja. Wenigstens fast wieder up to date. Sidra King. Nimmt den Gegner kontinuierlich mit Blasen unter Beschuss. Opfer wird verlangsamt. Ich glaube, ich mache da hieraus doch lieber einen Zweiteiler. Blubber, blubber, blubber. Oh nein, mir geht die Luft aus. Das gefällt mir zwar gar blubber nicht, aber ich muss sofort auftauchen. Okay, dann hau mal ab. Hau mal ab. Ha. Lampi. Du bist genau das Wasser-Pokémon, was ich jetzt exakt hier brauche. Wir brauchen nämlich eine kleine Aufladung. So, Lampi. Einmal aufladen, bitte. Danke, Lampi. War zwar nicht so wie gedacht. Aber gut. Da muss eben noch ein Lampi her. Obwohl... Na, doch.
Doch, mit Lampi Nummer 3 hier, Nummer 2. Laden wir mal schnell den Funcom auf. Gott. Und dann... einmal abspeichern. Speichern erfolgreich. Ach ja. Au, ah, ah. Ja. Das war blöd. Okay, das ist ja auch nicht so schön. Oh, ein wütendes Tentox, aber ich glaube, wir müssen eher... ah. Nein. Wir müssen... ah, Lampi. Okay. Aua. Ein wütendes Tentoxer. Okay, mein Lieber. Du kommst mit uns. Bam. Bam. Und? Daneben. Aber macht nichts. Tentoxer ist gefangen. Ja, wir können eher gesagt nach unten. Gut. Okay. Ah. Das ist komisch. Wir können nicht nach... warte mal. Nein, doch nicht. Ah, wir können eher gesagt nicht weiter nach unten. Oh! Die Inschrift dieser Tafel enthält ein alt-oblivianisches Gedicht. Lass dich von den Winden tragen, Luitpold. Das ging jetzt einfacher als gedacht. Die kleine Steintafel zeigt offen meine Reaktion. Und das Zeichen von Latios wurde enthüllt. Die Luft wird knapp. Bitte zur Oberfläche zurückkehren. Gut. Und das ging jetzt schnell. Dann auf zur Isla Tikulela. Lass dich von den Winden tragen. Das stand da also geschrieben? Wer diese Plakette wohl angebracht haben mag. Luitpold. Das war Luitpold. Aber dass er sogar zum Meeresgrund getaucht ist, um eine dieser Plaketten anzubringen, zeigt, dass er wohl eine extrem hartnäckige Person war. Pichu, Pichu. Oh, stimmt ja. Tut mir leid. Ihr seid ja in Eile. Gut, dann bringe ich euch jetzt mit der MS Ranger zurück nach Villa Diagonal. Es wäre einfacher, wenn du uns zur Isla Tikulela bringen würdest. Lass uns zur Steintafel mit der Karte auf der Isla Tikulela zurückkehren. Okay, das machen wir. Komm schon. Wo zum Henker war er, sagt jetzt hier ein Staraptor? Ah. Ja, wo? Oh. Mehr als komisch jetzt. War hier, er sagt, vielleicht doch ein Staraptor irgendwo? Na? Ah, doch nicht. Okay, dann erstmal den Funcom aufladen. Fertig, gut. Einmal speichern. Gut. Und dann rufen wir erstmal schnell ein Pokémon zu Hilfe. So. Na, okay, Entei. Hab mich mal wieder vertan. Aber gut. Entei ist besser als... kein Pokémon. Somit sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Und irgendwo hier müsste es doch ein Staraptor zu finden geben. Wir müssen... ja. Gut. Das Latios-Rätsel ist gleich gelöst. Gut, Staraptor ist gefangen. S-Rang sogar. Gut. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Dann jetzt nichts wie auf zur Isla Tikulela. So, Tikulela-Tafel. Dort wollen wir jetzt hin. Sofort. Gut. Also. Jetzt waren wir bei allen 5 Markierungen, die auf der Karte verzeichnet sind. Aber es ist nichts passiert. Huch! Sieh doch mal die Steintafel! Ah, die beginnt zu leuchten. Wunderbar! Jetzt fehlt nur noch Latios. Sascha? Was in aller Welt war das eben?
Das Licht war so grell, dass ich kaum etwas sehen konnte. Ah, Latios! Latios! Sascha, das ist Latios! Los, lass uns auf einem Staraptor verfolgen! Ja, es wird sowas von Elsack eine zweiteilige Episode hier sein. Fangen wir auf Landenheim. Fortschritt speichern, ja. Speichern erfolgreich. Gut. Ja, es wird eine zweiteilige Episode im Nachhinein sein. Ah! Miss! Ja, ich werde etwas etwas nachlässig. Das wollen wir so nicht haben. So. Staraptor. Auf und davon. So, wo ist Latios? Sonja, hast du eine Ahnung? Na? Latios ist nirgendwo zu sehen. Wo kann es nur hin sein? Ja, wüsste ich auch gern. Na? Sascha, hinter dir, hinter dir! Okay, das war ein bisschen schnell. So schnell konnte ich jetzt nicht sabbeln. Ja, hallo Latios! Oh, Bossfight! Yeah, Latios! Latios, legendäres Pokémon! Greift an! Wow! Okay, Power Fang kommt, Stufe 1! Stufe 2! Yes! Das war nicht schlecht, aber... wieso wird es nicht wütend? Alter! Das war kein Hyperschall, oder? Oder doch? Aber mal im Ernst. Es ist überhaupt nicht wütend. Es ist ein äußerst ausgeglichenes Pokémon, muss ich sagen. Abgesehen davon, dass es erst eine Vorliebe für Energiekugeln hat. Aber ja, es ist ein sehr ausgeglichenes und ruhiges Pokémon. Latios fliegt blitzschnell über das Spielfeld und feuert Kugeln aus Licht ab. Haben wir auch gesehen. Oh. Endlich haben wir es geschafft, Sascha. Ja, wir haben uns Latios würdig erwiesen. Latios verliert an Höhe. Hinterher. Ah, vielleicht hätten wir es doch nicht Elsack, naja, bekämpfen sollen. Das Zeichen. Das Latios-Symbol. Bitte registriere das Muster in deinem Fangkomm. Okay. Wie machen wir das jetzt am besten? Okay. Also machen wir es mal so, 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 so. Ja. Das Symbol für Latios wurde registriert. Ja, nett. Die Rune von Latios wurde als Ranger-Symbol registriert. Gut. Mission geschafft. Endlich. Yeah. Du hast 50 Ranger-Punkte erhalten. Oh yeah. Ob man Latios mit diesem Ranger-Symbol wo wirklich herbeirufen kann? Versuchen wir es doch einfach mal. Nein! Ich versuche das Elsack jetzt nicht. Fertig, dein Pankow ist wieder aufgeladen. Denn jetzt, so viel kann ich euch Elsack schon mal sagen. Einmal speichern. Jetzt begebe ich mich erstmal wieder in die Vergangenheit. Und dann erstmal den Tempel des Donners zu schaffen. Und vielleicht dann Elsack auch noch den Tempel der Dunkelheit. Mal sehen. Jetzt habe ich erstmal nach den paar Episoden, wo ich Elsack hier in der Gegenwart gespielt habe, jetzt erstmal wieder Lust, in der Vergangenheit was zu erledigen. Also damit sage ich dann mal Tschüss. Bis morgen. Euer Phantom Heart.